weiter, Lins. Heute möchte ich dir nochmal zeigen, was du nach dem Mittagessen trinken kannst, wenn du noch nicht ganz satt geworden bist vom Mittag, so wie es mir meistens geht. Ich brauche da immer irgendwie noch was Süßes. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe auch schon mit vielen Frauen darüber geredet und ja, die haben die ähnlichen Probleme, beziehungsweise was heißt Probleme, die ähnlichen Gelüster. Lust auf was Süßes nach dem Essen. Aber ihr wisst ja, ich bin sehr sportbegeistert und so Süßigkeiten sind da nicht so gut. Wir wollen ja den flachen Bauch hier behalten. Es soll ja alles schön straff sein, es soll ja muskulös bleiben oder auch werden. Und deswegen esse ich natürlich keine Süßigkeiten, beziehungsweise ich esse schon süße Sachen, aber ich esse andere Sachen als viele andere Frauen, die dann, ja, wenn sie Süßigkeiten haben wollen, eher zur Schokolade greifen. Ich greife nicht zur Schokolade und ja, habe damit viel Erfolg mit meiner Figur. Und deswegen hier ein kleiner Tipp von mir, was du so machen könntest, wenn du Lust auf was Süßes hast. Und zwar, dazu brauchst du hier von X-Body, und zwar ist das Mehrkomponenten-Eiweiß und das ist die Sorte Zitrusjoghurt. Das ist meine Lieblingssorte von X-Body. X-Body hat viele Produkte. Das ist ein Apotheken-Eiweiß, das könnt ihr online bestellen bei xbody.de und ihr kriegt dann, wenn ihr das Codewort Natalin eingibt, da kriegt ihr 5% Ermäßigung auf alle xbody-Produkte. Also ruhig da mal Natalin in dem Gutscheincode, wenn ihr das bestellt, dann gibt es unten dann noch so ein, wenn es zur Kasse geht, in den Warenkorb, möchten Sie das kaufen und dann steht da Gutscheincode und dann gibt ihr einfach dort Natalin ein und dann kriegt ihr das Ganze 5% günstiger. Und hier mein kleiner Tipp, nehmt wirklich mal Zitrusjoghurt, weil das schmeckt wirklich am leckersten. Das ist nämlich ganz, ja, wie soll ich so sagen, so fruchtig und frisch. Die anderen Sachen sind auch lecker, aber wenn ich euch einen Tipp geben würde, dann würde ich das hier empfehlen. Genau, davon habe ich nämlich 2 Spoons, sagt man, das sind hier so diese Messlöffel drin, 2 Stück davon, 2 große, gut gehäufte genommen. Und zwar machen wir heute einen kleinen, ja, das ist nicht direkt ein Shake, aber das ist zum Trinken, aber eher flüssiger. Denn es ist ja auch ganz wichtig, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Gerade wenn du abnehmen möchtest, ist es für dich wichtig, dass du deinen Flüssigkeitshaushalt regulierst, dass du viel trinkst. Deswegen heute ein etwas flüssigerer Shake, also nicht so einen dickflüssigen Shake wie bei zur Strandfigur, wo man ja richtig satt von wird. Wir wollen ja nur unsere Lust auf Süßes stillen. Und zwar brauchst du, wie gesagt, 2 Esslöffel hiervon. Dann brauchst du Joghurt, Magermilchstufe, das ist dieser hier. Davon habe ich die Hälfte drin, das sind 250 Gramm. Und dann brauchst du einen Speisequark, einen Magerquark. Eigentlich egal, welche Fettstufe. Ich habe hier die Magerstufe und davon habe ich 200 Gramm genommen. Das Ganze landet alles hier in diesen Mixer. Also wie gesagt, der Joghurt, den Quark, die 2 Esslöffel von dem Mehrkomponenten-Eiweiß und dann brauchst du hier so einen Messbecher, den füllst du bis oben hin, das sind 400 Milliliter, kippst das Ganze hier noch mit rein in deinen Shaker. Ja, und das war's dann eigentlich schon, dann machst du den Shaker an. Ja, dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Hier eingießen und ihr seht, es ist wirklich sehr flüssig. Es hat so eine milchige Konsistenz und ich koste mal für euch. Und was sehr lecker auch ist, durch dieses Protein von X-Body kommt dieser leichte Zitrusgeschmack durch. Und das ist, wie gesagt, das Erfrischende daran. Ich finde es sehr lecker, gerade auch, wenn man nicht so viel sonst trinkt oder schwer seinen Wasserhaushalt füllen kann, kann man sich doch immer so ein, ja, das sind ja knapp 400 bis 500 Milliliter, die man dann auf einmal zu sich genommen hat an Flüssigkeit. Und man hat sein Verlangen auf was Süßes gestillt. Also bei mir klappt das wunderbar als Trick. Und ja, wenn du mehr auf Schokolade stehst, dann nimmst du dir natürlich von X-Body hier so Schokolade. Schmeckt auch sehr lecker.
statt zur Tafelschokolade zu greifen, tust du denn sogar deinen Muskeln noch was Gutes. Ihr könnt das wunderbar nach dem Mittagessen trinken, auch noch nach dem Abendbrot essen oder zum Frühstück. Es ist eigentlich egal, wann ihr das trinkt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Das ist sozusagen ein kleiner Geheimtipp, wenn man nichts Süßes zu sich nehmen möchte. Genau, und nicht dick werden möchte. Okay, dann lasst uns gemeinsam weitere Geheimtipps von mir auspacken. Im nächsten Video zeige ich dir noch einen kleinen schönen Tipp. Und dann wird's hoffentlich mit deiner Figur auch besser werden. Ich freue mich schon. Ciao!